zum Thema Außenbordeinsatz. Näher kann man dem Weltraum nicht kommen. Das Gefühl der Schwerelosigkeit, der Blick aus der Raumstation ist wunderschön. Und da werde ich Ihnen auch gleich noch ein bisschen ein paar Eindrücke dazu vermitteln. Aber wenn man die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen, das ist einfach toll. Hier sehen Sie Bilder von Alexander Gerst. Der hatte bei seiner Mission 2014 die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, Anführungsstrichen, so einen Außenbordeinsatz zu machen, Wartungsarbeiten, und war hier an der Spitze dieses großen Robotikarms und musste dort dann einige dieser Bauteile hantieren und wurde von einem Kollegen im Inneren der Station dann gewissermaßen durch den Weltraum manövriert. Und hier ist er am Äußeren der Station. Es ist also wirklich eine tolle Aufgabe. So ein Einsatz dauert ungefähr 6 Stunden, ist im Wesentlichen durch die Aufnahmekapazität des CO2-Filters festgelegt, also nicht durch den Sauerstoff begrenzt, auch nicht durch die Batterieleistung begrenzt, sondern in dem Moment, wo der CO2-Filter voll ist, ist der Außenbordeinsatz vorbei, oder dann sollte er vorbei sein, sonst wird es unangenehm für den Raumanzug. Ich hatte Gelegenheit, 2006 ebenfalls einmal nach draußen zu gehen. Bei meiner ersten Mission an Bord der russischen Raumstation hier habe ich mit dem russischen Raumanzug 2 Außenbordeinsätze machen dürfen. Da ist es natürlich auch interessant, mal so diese beiden Systeme zu vergleichen. Die russischen Raumanzüge sind sehr robust gebaut, man kann sie sehr einfach warten dort oben. Sie haben aber nur eine begrenzte Einsatzzeit. Sie können so im Schnitt 12 bis 14 Mal benutzen, also für 12 bis 14 Ausstiege, und dann werden die mehr oder weniger weggeschmissen. Während die amerikanischen Raumanzüge etwas schwieriger zu warten sind, die müssen für eine Grundüberholung auch zur Erde zurückgebracht werden, die kann man dort oben nicht grundüberholen, haben den Vorteil, dass sie wesentlich ergonomischer sind, aber halt ein bisschen umständlicher zu warten. Also 2006 gab es dann die Möglichkeit, einmal rauszugehen. Man muss diese Anzüge vorher natürlich warten. Am Tag des Außenbordeinsatzes muss man den eigenen Körper vorbereiten, denn der Druck im Inneren dieses Raumanzugs liegt etwa nur bei 1/3 des Drucks wie im Inneren der Station, der etwa so ist wie auf Meereshöhe. Und um zu verhindern, dass man sogenannte Druckfallkrankheiten bekommt, dass also der Stickstoff, der im Gewebe gelöst ist, plötzlich ausperlt, muss man dann solche Übungen machen, ein bisschen Sport mit Sauerstoffmaske rein, Sauerstoff atmen. Dann begibt man sich in eine erste Schleusenkammer, senkt dort den Druck auf etwa 70% des Meeresniveaus ab, macht dann die letzten Tests. Das ist kein Stoßgebet, was ich hier spreche, sondern da unterhalte ich mich gerade mit der Bodenstation, da werden die Telemetriedaten von dem Raumanzug nochmal überprüft, und dann geht man in diesen Anzug rein. Und muss ich sagen, so einen Panzer anzulehnen ist also nicht so ohne, da ist man froh, wenn jemand einem noch zur Hand gehen kann. Und hier ist der Pavel gerade dabei, noch Werkzeuge an dem Brustteil von diesem Raumanzug zu befestigen. Dann begibt man sich in eine zweite Schleusenkammer, die ist sehr eng. Wenn Sie da reinschauen, da sind also immer 2 Astronauten drin, so kopfüber. Und dann wird dort ein Teil der Luft noch in die Station gepumpt. Der Mist wird nach draußen ins Vakuum entlassen, und dann kann man die Luke öffnen und nach draußen gehen und dort dann mit der Arbeit beginnen. Und wir hatten die Aufgabe, verschiedene wissenschaftliche Systeme zu installieren, einige Wartungsarbeiten durchzuführen. Und das muss natürlich auf der Erde in so großen Tanks, Wassertanks, muss jeder Handgriff simuliert und geübt werden, dass man das im Schlaf beherrscht. Hier sehen Sie so eine wissenschaftliche Plattform, die wir da installiert haben. Das sind auf der Oberfläche Vielzahl von Schienen, von verschiedenen Materialien, die den Bedingungen des Weltraums ausgesetzt werden für mehrere Monate. Dann werden die wieder eingesammelt, zurückgebracht, ausgewertet. Und das Ziel ist eben, verbesserte Materialien für bestimmte Sensoren, für Satelliten oder auch die Raumstation zu entwickeln. Da haben wir ein System installiert, das die elektrostatische Aufladung der Station genau vermisst, ein Phänomen, das nicht nur bei der Station, sondern auch bei Satelliten auftritt, aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Raumstation und den Satelliten mit diesen restlichen Gasmolekülen, die auch in der Höhe von 400 Kilometern
dazu, dass sich die Oberfläche elektrostatisch aufhebt. Es kann natürlich dazu führen, dass Antennen oder Sensoren beeinträchtigt werden. Dieses Phänomen wollte man mit diesem System besser verstehen. Dann mussten wir Verwartungsarbeiten machen, das waren Computer außen auszutauschen, das Wärmekontrollsystem war zu überprüfen, der äußere Kühlkreislauf der Station, der funktioniert mit flüssigem Ammoniak, also eine sehr delikate Aufgabe, sehr vorsichtig muss man hier agieren, um nicht mit Ammoniak kontaminiert zu werden, wenn man irgendwelche Ventile schaltet. Und so gehen dann die 6 Stunden sehr schnell um. Alles ist auf die Minute verplant. Man hat leider nicht so furchtbar viel Zeit, sich mal umzuschauen. Also das ist jetzt nicht, dass man da minutenlang rumhängt und so zuwinkt und sich umschaut. Man würde sich es wünschen, aber natürlich hat man zwischendurch mal Zeit, um einfach sich mal mit dem Rücken zur Station zu drehen, mal ein bisschen durchzuschnaufen. Diese Außenbordeinsätze sind körperlich sehr anstrengend, ja, um den Raumanzug herrscht Vakuum, im Inneren etwa 30% des Luftdrucks wie auf Meereshöhe. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie also jetzt was greifen wollen, dann müssen Sie erstmal den Handschuh verbiegen. Ja, und das ist wie, wenn Sie so mit so einem Handtrainer Übungen machen. So, für die erste Stunde geht das noch, aber nach 6 Stunden weiß man, was man getan hat. Verliert so ungefähr 2,5 Liter an Schweiß. Das zeigt, dass das wirklich anstrengend ist, obwohl man sich in der Schwerelosigkeit befindet. Und dann begibt man sich wieder in die Station zurück. So, jetzt habe ich ganz schnell und viel über technische Dinge gesprochen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal ein bisschen den Ausblick zu genießen. Also, Europa ausgeladen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Bilder zusammengestellt. Das Faszinierende ist, wenn man das erste Mal über Europa kommt und so mitten drüber fliegt, das sieht genauso aus wie auf der Landkarte. Ja, Sie lachen jetzt, aber ich kann Ihnen garantieren, natürlich sieht es so aus wie auf der Landkarte. Aber wenn man das mit eigenen Augen sieht, dann ist das einfach überwältigend. Und man schaut auf der einen Seite raus und kann etwa bis zur Mitte von Großbritannien schauen. Auf der anderen Seite kann man noch so Griechenland gerade erkennen und alles, was dazwischen drin liegt. Und das ist natürlich fantastisch, so Kontinente überschauen zu können. Wenn man die Küste von Portugal überfliegt bis Weißrussland, sind 7 Minuten etwa. Also man ist ruckzuck drüber. Ich kann Ihnen sagen, wenn man jetzt versucht, da von einzelnen Städten Bilder zu machen mit einem Objektiv, so mit 400 oder 800 mm Brennweite, dann kriegen Sie einen Eindruck davon, wie schnell man unterwegs ist. 7,6 Kilometer pro Sekunde, knapp 28.000 Kilometer pro Stunde, da flitzt der Boden ganz schön schnell unter einem weg. Ich habe jetzt auch keine Detailaufnahmen mitgebracht, der Überblick ist eigentlich das Faszinierende. So, jetzt schauen wir mal. Da sind wir mitten über Europa, das ist der Blick über die Alpen. Italien ist hier, das ist jetzt ein bisschen unter den Wolken, aber Sie können hier wunderschön den Genfersee sehen, den Neuschatteler See, Bodensee ist hier. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite rausschauen, kommen wir gleich hin, können Sie eben bis hoch nach Schweden gucken. Hier sehen Sie das Gleiche nochmal, die Alpen aus einer anderen Perspektive, das ist jetzt nicht derselbe Tag, obwohl Italien immer noch unter Wolken liegt, sind so ein bisschen im Gegenlicht hier, Genfer See, die norditalienischen Seen, Neuschatteler See, leider Bodensee unter den Wolken. Aber so, ja, hier sehen Sie schon die Küste von Frankreich und Spanien. Ja, und der Blick Richtung Norden, ich denke, das ist gut zu erkennen hier, die ostfriesischen Inseln. Hier haben Sie die Wesermündung, die Elbe. Wo ist der Jadebusen? Ist hier Emsmündung. Also, das ist alles zum Greifen nahe. Natürlich Dänemark, Schweden hier. Und das fasziniert. Ich will es damit im Moment mal bei Europa sein lassen. Denn es gibt auch an anderen Stellen, glaube ich, schöne Anblicke. Und das ist so ein Anblick, das war ein Hurricane. Jetzt wissen wir alle, wie furchtbar solche Naturphänomene sind, was da für eine Gewalt drin steckt und was die für ein Unheil anrichten können. Wenn man das natürlich aus der Perspektive sieht, dann ist man erstmal davon begeistert. Das sieht richtig toll aus und wer hat schon die Möglichkeit, mal ins Auge vom Hurricane wirklich reinzuschauen. So sieht das aus und Gott sei Dank ist dieser Hurricane nicht über Land gegangen, der hat
absolut lebensfeindlich, aber aus 400 Kilometern Höhe faszinierend. Wir sind hier über Mauretanien, über der Sahara. Und hier sehen Sie so einen Krater, das sogenannte Auge von Mauretanien. Das habe ich hier auch noch mal ein bisschen größer aufgenommen. Ist, wenn man über die Sahara fliegt und gerade über diesen Bereich, springt einem das sofort ins Auge. Eine Vielzahl von Farben, von Texturen, klar, in der Wüste ist meistens die Luft auch etwas klarer, obwohl hier, sehen Sie, ist es so ein bisschen milchig, das hängt damit zusammen, dass es da eben vorher ein bisschen Sandstürme gegeben hat, dann ist es eben so ein bisschen, milchiger, aber ansonsten glasklar. Und hier sind wir über Namibia gesehen, ganz andere Farbe, wunderschöne Farbschauspiele. Hier entlang des Flusses kommt offensichtlich dieser rote Sand nicht drüber. Man sieht solche Salzseen über Südamerika, die einen wirklich begeistern, sieht aus wie ein Fisch. Oder das Eier, genau, hier. Also Wüstengebiete sind von dort oben unheimlich schön anzuschauen, diesen Felsformationen. Und ich muss gestehen, auch wenn man ein halbes Jahr dort oben ist, hat man ja eigentlich, könnte man meinen, genügend Zeit rauszuschauen und sagt, ah, ich habe alles schon gesehen. Das ist nicht so. Also erstens, man hat ja nicht so viel Zeit rauszuschauen, man wird ja nicht hochgeschickt, um sich die Gegend anzuschauen, sondern um zu arbeiten. Und da muss man bei der Sache sein. Da nimmt man sich vielleicht mal abends, bevor man sich, oder nachts, bevor man sich zur Ruhe gibt, ein paar Minuten, nimmt dann auch die Kamera dazu, aber ganz besonders toll ist es, wenn man einfach nur mal mit ein bisschen Musik im Ohr das genießt, ohne auch mal Bilder zu machen und einfach nur mal so sich treiben lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Den Körper spürt man ja eigentlich nicht und diese Kombination von Schwerelosigkeit und diesem Ausblick, das verstärkt sich gewissermaßen gegenseitig und ist einfach überwältigen. Und diese Eindrücke, die wir verfolgen, einen auch ein Leben lang.